Christine Klein ist eine Coaching-Person. Sie coacht wirklich ganz, ganz viele Berufseinsteiger, aber auch Leute, die mitten im Beruf schon sind. Und Frau Klein, das A und O ist natürlich ja, eine gute Bewerbung vor dem Traumjob. Was gehört denn alles in diese gute Bewerbung rein? Ja, bei einer guten Bewerbung unterscheiden wir zwischen einem Pflichtprogramm und optionalen Dingen. Also zum Pflichtprogramm gehört das Anschreiben dazu und ein Lebenslauf und natürlich die Anlagen, die ich so im Laufe des Lebens gesammelt habe, also Zeugnisse, Bescheinigungen von allen möglichen Dingen, die ich gemacht habe. Und optional kommen Dinge dazu, das kann ich freiwillig machen. Also zum Beispiel kann ich ein Deckblatt gestalten, um mit meinem Foto gut in Erscheinung zu treten, und ich kann eine persönliche Seite gestalten, auf der ich ein bisschen mehr über mich sagen kann, als das, was so im Anschreiben reinpasst. Und ich kann zum Beispiel mir Referenzschreiben einholen von Menschen und damit nochmal belegen, wie gut ich bin. Das ist natürlich schon eine super gute Ausgangssituation. Es gibt natürlich auch No-Gos, die auf gar keinen Fall irgendwie in eine Bewerbung reingehören. In Ihrer Meinung oder in Ihren eigenen Worten, was sind diese No-Gos? Ja, da gibt es natürlich eine ganze Fülle von Möglichkeiten, die mir da in meinem alltäglichen Geschäft schon begegnet sind. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Bewerbung nicht authentisch ist. Also, dass sie gar nicht zu dem passt, was mich ausmacht, was mich, ja, meine Stärken nicht zum Tragen bringt. Dann ist es immer schwierig mit Rechtschreibfehlern, mit formalen Fehlern. Was ist mit der Bewerbung per Post? So habe ich mich früher noch beworben. Das ist anscheinend ein Auslaufmodell, oder? Ja, die klassische Bewerbung per Post ist ein Auslaufmodell. Ich glaube, wir verschicken überhaupt keine mehr, also von unseren Kunden. Die meisten Bewerbungen werden als PDF versandt oder landen direkt in den Bewerberportalen der Unternehmen, wo sie dann hochgeladen werden. Vielen Dank, Frau Klein. Bis Samstag läuft die Jobs for Future in Mannheim noch. Und da können sich nicht nur Berufseinsteiger ganz, ganz viele nützliche Informationen einholen.